Seine Anwälte erhoben daraufhin in einem Schriftsatz an das zuständige Gericht schwere Vorwürfe gegen CIA und Pentagon. Mr. Padilla wurden während der Verhöre gegen seinen Willen Drogen verabreicht. Wahrscheinlich LSD, als eine Art Wahrheitsserum. Steht der Drogeneinsatz bei José Padilla zumindest in einem mittelbaren Zusammenhang mit den Forschungen im Taunus? Das Folterhaus ist heute im Besitz der Bundesfinanzverwaltung und dient als Erholungsheim. Ich habe mir einen alten Plan besorgt, der die damalige Aufteilung des Kellers zeigt. In einem dieser Räume müssen die Folterexperimente der CIA stattgefunden haben. Er war als Arztzimmer eingerichtet worden. Die Opfer sollten glauben, sie würden medizinisch untersucht. Wahrscheinlich fanden hier auch sogenannte finale Folterversuche statt, bei denen der Tod der Gefangenen von vornherein eingeplant war. In einem Fernschreiben an das Frankfurter CIA-Büro hieß es: Für Planungen des Headquarters brauchen wir Zeit, Ort und verfügbare Versuchsobjekte für finale Experimente. Wieder kommt Frank Olson nach Deutschland. Doch er wird längst von massiven Zweifeln geplagt. Als er Zeuge finaler Experimente wird, ist er schockiert. Als er das letzte Mal aus Deutschland zurückkam, hörte er sich anders an. Er sagte, ich könnte dir Dinge erzählen, die ich niemandem sonst erzählen kann, weil sie top secret sind. Die Leute, die die Experimente in Deutschland durchführten, gingen bis zum Äußersten. Er fragte mich, Norm, hast du jemals einen Menschen sterben sehen? Ich sagte, nein. Und er sagte, ich schon. Sie sind gestorben. Einige der Gefangenen, die sie verhörten, starben. Also können Sie sich vorstellen, in welchem Ausmaß sie an denen gearbeitet haben müssen. Wahrscheinlich wurden die Leichen in den Wäldern um die Villa Schuster verscharrt. Frank Olson starb wenige Wochen später beim Sturz aus dem 13. Stock eines New Yorker Hotels. Offiziell war es Selbstmord. Doch heute spricht vieles dafür, dass der CIA-Wissenschaftler in Zimmer 1018a ermordet wurde, weil er aussteigen wollte. Wer aber waren die CIA-Experten hinter den Folterexperimenten? In Dokumenten aus dem amerikanischen Nationalarchiv stoße ich auf den Namen Professor Henry Beecher. Der Mediziner von der berühmten Harvard-Universität hatte sich nach Kriegsende den US-Geheimdiensten als Berater für die Folterforschung angedient. Im September 1951 tauchte Beecher erstmals im Verhörlager in Camp King auf, um Menschenversuche vorzubereiten. Der Mediziner genoss höchstes Ansehen in der CIA, war in alle Top-Secret-Vorgänge eingeweiht. In Camp King beriet sich Beecher lange mit Major Hart und seinen Rough Boys. Danach empfahl er seinen Auftraggebern, bei den geplanten Verhörexperimenten verschiedene Medikamente und Drogen zu testen. War Beecher einer der Folterärzte der CIA? Wir wollen Wissen sammeln über die Wirkungen dieser Drogen, als Werkzeuge für den möglichen Einsatz an Gefangenen. Beecher steckte ganz tief drin, wie man an seinen Kontakten mit der CIA, mit der NATO und dem militärischen Oberkommando sieht. Er war gewissermaßen im Zentrum dieses Projektes, das diese enormen Exzesse hatte, wenn Sie an die Experimente in Deutschland denken, mit den Todgeweihten. Beecher gehörte zu jenen übereifrigen Wissenschaftlern, die unbedingt herausfinden wollten, welchen Einfluss diese Drogen auf das menschliche Bewusstsein haben. Er trieb die Forschungen voran, ohne jeden ethischen Skrupel. »1947 war den SS-Ärzten in Nürnberg der Prozess gemacht worden. Erschüttert hatte die Welt von den grauenhaften Menschenversuchen in den Konzentrationslagern erfahren. In Nürnberg wurden deshalb grundlegende ethische Prinzipien aufgestellt. Nie wieder sollten medizinische Experimente ohne Einwilligung der Betroffenen vorgenommen werden.«
Professor Beecher, so beweisen die Dokumente, scherte sich nicht um den neuen Ärztekodex. Noch während der Prozess in Nürnberg lief, erhielt er aus Washington Unterlagen über die Menschenversuche in den KZs zur Auswertung. Beigefügt ein Bericht, der sich mit dem Konzentrationslager Dachau befasst und der Sie vielleicht interessieren könnte. Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau bei München. Das KZ war während der SS-Zeit ein Zentrum für Menschenversuche, vor allem mit Krankheitserregern und Drogen. Wollte Beecher, als er die Unterlagen aus Dachau erhielt, die effektivsten Foltertechniken der Nazis erforschen, um sie für die CIA nutzbar zu machen? Ende April 1945 war das KZ Dachau von amerikanischen Truppen befreit worden. Den US-Soldaten hatten sich unvorstellbare Bilder geboten. Sie waren auf Hunderte von verhungerten oder getöteten Häftlingen gestoßen. Amerikanische Militärärzte untersuchten die Überlebenden, befragten sie nach den medizinischen Experimenten und fassten das Ergebnis in einer Studie zusammen. Eine der in Dachau üblichen Strafen war der Stehappell. Die Häftlinge mussten oft Stunden, manchmal tagelang in militärischer Haltung auf dem Appellplatz ausharren. Die Stehfolter ist also schon von den Nazis angewandt worden. Von den 12.000 Lagerhäftlingen sind etwa 10% an den Folgen des Stehappells gestorben. Es war die schrecklichste Marter des Lagers. Auch diese Zeichnung eines Überlebenden von Dachau weckt deutliche Assoziationen zu den Fotos der gefolterten Iraker in Abu Ghraib. Ist das alles nur Zufall? Ich hatte den Eindruck, dass mich die Menschen nicht verstehen würden oder es nicht begreifen konnten, dass ich von hinter meinem Rücken mit den Händen gefesselt aufgehängt worden bin. Nur wo ich dieses Bild gesehen habe, war mir klar, dass es eine bekannte Methode gewesen ist. Die schlimmsten Folterversuche der SS-Ärzte fanden in den Medizinbaracken des KZs Dachau statt. Darunter Experimente mit der Droge Mescalin. Diese weckten das besondere Interesse des CIA-Beraters Professor Beecher. Gibt es Unterlagen im Archiv der Gedenkstätte Dachau über die Mescalin-Versuche? Der Archivar Albert Knoll erinnert sich, dass ihm irgendwo ein Hinweis untergekommen ist. Welches Ziel verfolgte die SS mit den Drogenexperimenten? Man wollte versuchen, dass man Aussagen von Häftlingen oder von jedweder Person erreichen kann, indem man ihnen diese sogenannten Bewusstseinsdrogen verabreicht. Ein verlockender Gedanke, auch für die CIA. Unter Mescalin redet der Gefangene, ohne lange nachzudenken. Eine Anwendung durch die Gestapo wäre extrem gefährlich gewesen. Heißt es in der damaligen Dachau-Studie des US-Militärs, deren einziges Exemplar sich heute in der medizinischen Bibliothek der Harvard-Universität befindet. Es stammt aus dem